24 Aufmerksamkeit, wenn alle anderen schuld sind außer dir. 24 Tim. Der Name ist übrigens bewusst so gewählt, weil er wirklich 24/7 was aus seinem Leben postet. Ich habe einen Brief von der Polizei bekommen, beziehungsweise von der Behörde. Weiß jetzt nicht, ob ich das unbedingt öffentlich machen würde. Neue Nägel. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber... Ey, for real, trag was du willst, mir scheißegal. Aber das ist doch unhandlich. Also Ästhetik mal komplett außen vor. Geschmäcker sind verschieden, alles cool. Wenn du es machen willst, go for it. So, mein Geschmack ist jetzt nicht. Aber wie bedienst du ein Handy? Wie drehst du mal eine Schraube? Also, hä? Haare, Twerk-Einheiten, dramatische Sachen. Oh mein Gott, oh shit. Ja, okay, das war, glaube ich, die Sache, weshalb ihn dann jeder kannte in Deutschland, ne? Das war ja die Situation, wo er die Umweltkatastrophe, diese Flutkatastrophe ausgenutzt hat, um auf seine Kanäle zu verlinken, wo man alle Highlights sehen konnte, wie schlecht es den Menschen ging, was für Katastrophen waren, und dann hat er Werbung geschaltet. Das war ja dann so ein bisschen so ein größerer Skandal, den es damals gab. Und besonders diese wurden ihm in einigen Situationen zum Verhängnis. Doch im Dschungelcamp hat er die Gelegenheit, was zu seiner Hate-Welle zu sagen. Also es ist auch schön, dass ich jetzt eigentlich mal drüber reden kann, weil das hängt mir bis zum heutigen Tag nach. Das habe ich auch mitbekommen, das ist auch mit der Grund, warum ich auf dieses Video reagiere, weil ich das sehr krass gesehen habe bei TikToker im Internet generell. Es kam, meine Mom hat TAF geguckt, da kam es auch. 24 Tim ist im Dschungelcamp, also dieser Asi-Serie von RTL, wo die da im Dschungel sind und dann irgendwelche Z-Promis da irgendwie Tiere essen müssen. Und da hat er gesagt, yo, endlich kann ich mal darüber reden, die Flutkatastrophe, ich kann mich ja dazu äußern, wo ich mir halt nur so dachte, Bruder, du postest jeden Tag Milliarden von Stories, so du hättest dich schon längst dazu äußern können. Hat er ja auch. Und das ging halt so sehr viral, weil er da halt so sehr aufgelöst war. Deswegen, ich bin gespannt, was Saschka dazu sagt. Ich kenne 24 Tim jetzt nicht richtig persönlich, ich habe ihn ein, zwei Mal getroffen. Kurz mit geschnackt, war ein netter Mensch, klar, aber habe mich jetzt noch nie irgendwie länger mit ihm unterhalten. Deswegen nichts hiervon, ihr kennt meine Reactions, ist irgendwie persönlich gemeint. Es geht nur um die Sachen, die getan wurden, die gesagt wurden. Ich bin da nicht so ganz auf dem Stand und bin gespannt auf das Video. Ich liebe Saschka, ich liebe ihren Content, deswegen ist das komplette Video nochmal unten verlinkt. Wir werden viel rausschneiden. Viel Spaß. Doch so ganz stimmt etwas mit dem Statement nicht. Ja, schon eher nicht sehr maskulin. Und ich glaube, das ist schon so, dass es Leute sehr aggressiv macht. Die ganzen Idioten gerne hinter meinem Rücken lästern, weil da gehören sie hin. Ich guck nicht nach hinten, ich guck nach vorne. Jo, ich glaube ihm, dass diese Tränen hier echt sind, aber das ist Teil des Problems. Das glaube ich nämlich auch so ein bisschen. Wir schauen jetzt mal weiter. Was für ein Problem? Das, was die Leute kritisieren und das, was er glaubt, ja, warum er kritisiert wird, das geht komplett auseinander. Das glaube ich auch. Ich glaube, dass 24 Tim oft denkt, dass ihn Leute kritisieren oder legt es sich so hin, als wenn es um sein Äußerliches geht. Und das denke ich mir bei Katja auch oft, dass Katja auch dieses Verständnis hat oder sich da selber so drin verloren hat, dass sie denkt, alle haten mich, weil ich eben so polarisiere. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja um die Aktionen, die ihr bringt. Bei 24 Tim, klar, dieses mit der Flutkatastrophe ausnutzen für Storyviews und dann Werbung schalten, das war natürlich eklig so. Klar, aber ich denke jetzt auch nicht, dass er da jetzt irgendwie krass irgendwie, weiß nicht, ein schlechter Mensch ist. So oder so gab es ja noch andere Aktionen, wo er seine Follower einfach angelogen hat, mit manipulativen Marketing-Tricks ausgetrickst hat und so weiter und so fort. Und das sind halt so ein paar Situationen, warum dann Leute auch gegen ihn waren und das halt einfach nicht so ganz koscher fanden, was er getan hat. Und wenn man dann seine Fehler nicht einsieht, so, ich habe auch keine weiße Weste, ich habe auch schon auf Scheiße gebaut, so ihr wisst, das ist klar. Aber dann finde ich das auf ein anderes Thema zu lenken, das finde ich dann schwierig. Wenn man sich dann einredet, ja, es liegt daran, weil ich nicht so männlich mich gebe, wie jetzt vielleicht jemand anderes oder so. Das finde ich dann auch mal so ein bisschen schwierig, weil dann sagt man halt den anderen und wirft den anderen vor, die einen zu Recht kritisieren. Yo, ihr kritisiert mich nicht für was ich wirklich falsch gemacht habe, sondern dafür, wie ich mich gebe, und unterstellt diesen Leuten quasi, dass sie dich einfach haten. Dass sie einfach dich diffamieren, beleidigen, bloßstellen und irgendwie, weiß ich nicht, feindlich sind gegenüber deiner Sexualisierung oder deiner Ausübung oder was weiß ich. Das finde ich halt so ein bisschen komisch. Ich habe gerade mal 2 Minuten geguckt und quatscht schon wieder viel zu viel. Sondern ich rede von sachlicher Kritik, die geäußert wurde, und davon gab es eben eine Menge. Was aber ganz gerne mal einfach... Da wollte ich gerade noch mal ganz kurz was zu sagen oder fragen. Hatte der Typ wirklich eine Botox-Behandlung mit 21? Also ich hatte ja auch eine Botox-Behandlung, aber in meinem Hals, weil ich halt das auch von der Krankenkasse bezahlt bekommen habe, weil ich halt beim Muskel hier, ich konnte keine Luft ablassen, also ich konnte halt nicht rülpsen, so. Aber er hatte ja eine Faltenbehandlung dann offensichtlich, so wie das halt hier aussieht. Das ist schon krank. Also warum? Er hat es doch gar nicht nötig, oder? Und in einen Topf geworfen wird, um das Ganze einfach als Hate zu betiteln. Um so eben nicht drauf eingehen zu müssen. Und es ist auch nochmal was anderes, wenn... Ja.
wenn du als androgyner Mann polarisierst. Das erweckt einfach Hass in vielen Leuten. Denn 24 Tim mag einfach keine Kritik. Das hat er zumindest selbst zugegeben. Ich mag's trotzdem nicht, wenn man mich kritisiert. Finde ich scheiße. Also ja, klar. Niemand möchte von anderen Leuten gesagt bekommen, ey, das und das ist blöd. Man möchte natürlich immer eher gesagt bekommen, ey, das und das ist schön, klar. Positive Vibes sind immer besser als negative Vibes. Aber Kritik ist das Beste, was du kriegen kannst. Das Beste, was du bekommen kannst und das ehrlichste Feedback, was du kriegen kannst. Ich finde es so schön, wenn Leute einen irgendwie kritisieren, nicht in die Richtung, wie es oft im Internet passiert, mit Beleidigungen und Diffamierungen und keine Ahnung was, sondern wirklich eine konstruktive Sache, so nach dem Motto, ey, guck mal, das war scheiße, mach das mal anders, mach das mal so, das wäre viel nicer. Und dann weiß man einfach, woran man ist. Da bin ich auch so froh, einfach über meinen Freundeskreis, das sage ich auch wirklich oft in Videos und das kann ich nur immer wieder sagen, dass wir bei uns das wirklich einfach so haben, dass jeder einfach seine Meinung sagt. Und deswegen funktionieren halt so Freundschaften teilweise über Jahrzehnte. Kritik ist das Wichtigste und ohne Kritik, egal wo im Leben, wird es einfach nicht vorangehen. Und nichts wird sich verbessern. Und alle würden sich anlügen. Und das ist halt so schade in dieser Influencer-Welt, weil das ist auch der Grund, warum ich halt mit fast niemandem irgendwie Kontakt habe oder hatte, seitdem ich das mache, seit 13 Jahren. Es ist alles so oberflächlich und hinterm Rücken lästern alle. Es lästern über mich Leute, die ich nicht mal gesehen habe. Sondern denke ich mir auch so, ja, wenn ich die dann aber trotzdem sehe und ich höre das von anderen und dann sagen sie wieder was Positives oder bla, denke ich mir immer nur so, ja komm, weg. Also ich habe mit euch nichts zu tun, ich will mit euch nichts zu tun haben. Damit meine ich jetzt nicht 24 Tim, aber ich meine einfach, Kritik ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Aber warum hat denn 24 Tim überhaupt so eine große Reichweite und erhält so viel Aufmerksamkeit? 24 Tim ist ein polarisierender Charakter, der gerne mit Geschlechterrollen spielt, mit schrillen Videos, Tänzen oder auch Skandalen auffällt und dabei sich nicht immer Freunde macht. Der Einzug in den Dschungel ist die perfekte Möglichkeit, um Sympathie zu erlangen, während man sich quälen lässt. Und tatsächlich ist das Konzept des Dschungels. Außenseiter, simple Charaktere, auffallende Charaktere, Menschen mit einer besonderen Vergangenheit, einer schweren Kindheit, Menschen, die Emotionen hervorrufen. Ja, viele nutzen halt die Aufmerksamkeit, die sie dann da kriegen, um halt irgendwie Imagepolierung vorzunehmen, ne? Das sind ja schon eher so Assi-Leute, die jetzt irgendwie da wird jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, ne, irgendwelche Sänger in ihrer Prime mitmachen oder irgendwelche Schauspieler, die von allen respektiert werden oder ein Fußballer, der gerade beste Saison spielt. Um Gottes Willen, da sind schon eher so Leute auf dem absteigenden Ast. Habe ich so immer das Gefühl, die da am Start. Und für die ist es dann natürlich super, wenn sie da dann die Aufmerksamkeit und die Sendezeit nutzen können, um sich selber halt irgendwie zu profilieren. Deswegen denke ich mir halt auch voll oft, dass diese Sachen, wo die dann irgendwie da rumheulen, strategisch von denen und taktisch einfach genutzt werden, damit sie einfach weitergevotet werden und weiter im Dschungel bleiben und noch mehr Sendezeit kriegen. Und dieses Konstrukt, das finde ich so eklig, wenn man sich dafür so verkauft. Also diese Show an sich, das hat RTL schlau gemacht, klar, muss man sagen. Ich bin ja selber bei RTL mit unserem Podcast, aber das ist was ganz anderes als das, was die im Fernsehen machen. Deswegen kann ich auch offen und ehrlich meine Meinung sagen, da bin ich auch total froh drüber. Aber das, was da oft draus gemacht wird, ist ein bisschen schwierig. Evelyn Bodecki, Menderes, Jamila oder auch Prince Damien. Der Dschungel gibt einem die Möglichkeit, der Liebling der Zuschauer zu werden. Deswegen sieht man auch viele Personen, die ihre Chance nutzen, ihre Geschichte erzählen, von ihrer Vergangenheit sprechen, was sie belastet. Und auch Tim hat seine Geschichte angeschnitten, dass er eben eine große Hatewelle hatte und immer noch mit den Konsequenzen daraus leben muss. In ganz Deutschland waren Überschwemmungen. Also es ist auch schön, dass ich jetzt eigentlich mal drüber reden kann, weil das hängt mir bis zum heutigen Tag nach. Und ich lese wirklich von Männern, von alten Männern, von Frauen jedes Alters, lese ich wirklich immer, ich hasse ihn seit der Flutkatastrophe. Wieso sagt er, ich lese von Männern, von alten Männern? Ist das jetzt wieder so eine unterschwellige Anspielung? Alte Männer sind so unreflektiert und sehen mich als androgynen Mann. Ich weiß auch nicht, was androgyn heißt. Sorry, seht mir da bitte nach. Ich kenne mich nicht aus mit diesen ganzen Begrifflichkeiten. Für mich ist es scheißegal. 24 Tim kann von mir aus seinen Penis in diesen, was ist das? Ein Glasstrohhalm. Ein Glasstrohhalm? Kann er von mir aus reinstecken oder ein Typ kann einen Zug lieben. Es ist mir Wayne. Wenn du ein netter Mensch bist, bist du ein netter Mensch. Dann ist mir egal, wie du drauf bist, was deine Fetische sind, keine Ahnung was. Ich finde es immer schwierig, wenn man dann einfach sagt, also hat er jetzt hier gerade nicht gesagt, aber jetzt einfach mal so generell gefasst, ja, die Leute hassen mich wegen meinem Aussehen oder wegen dem und dann blablabla. Nee, ist es dann halt einfach, vielleicht gibt es Leute, die das machen, dann sind es halt einfach
So, das ist einfach so. Man sollte nie jemanden nach seinem Äußerlichen irgendwie bewerten, um Gottes Willen. Viele Freunde in meinem Freundeskreis sind schwul. Ich habe total viele Ausländer in meinem Freundeskreis. Die meisten sind, glaube ich, sogar Ausländer von den Jungs, mit denen ich groß geworden bin und so. Aber also da vergleicht man ja Äpfel mit Birnen. Hintergrund war, dass er Videos veröffentlichte zu der Flutkatastrophe im Sommer 2021 in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Viele Menschen kamen dabei ums Leben, verloren ihre Existenzen, ihre Häuser. Alles stand unter Wasser und die Menschen wussten, sich nicht mehr zu helfen. Auch das Haus von 24 Tim bzw. seine Eltern stand unter Wasser und der Keller wurde geflutet. Und Tim hielt das eben auf seine Art und Weise fest. Oh mein Gott, oh shit. Ach du Scheiße, hier ist halt wirklich ein Fluss im Garten. Ein Nachbar von uns zieht einfach jetzt aus seiner Wohnung aus, weil er da nicht mehr wohnen kann. In meiner Story geht's jetzt weiter, verpasst es nicht. Ein Nachbar von uns zieht aus seiner Wohnung aus, weil er da nicht mehr wohnen kann. Das heißt, da geht gerade eine Existenz zugrunde. Der Typ sieht gerade sein Leben wegschwimmen, seine Wohnung, wo er sich glücklich gefühlt hat. Und der nächste Slide ist, guckt euch jetzt meine Story an für mehr Hintergründe. Ich habe das damals mitbekommen, dadurch habe ich 24 Tim auch so zum ersten Mal so richtig wahrgenommen. Ich glaube, das war bei vielen so. Und da dachte ich mir direkt so, boah, ich weiß, dass er, der hat mir bei Instagram tausende Male geschrieben, hatte ich gesehen, hatte auch Merch von mir an und so. Und das ist auch alles schön und cool. Und wie gesagt, privat fand ich ihn auch echt mal sehr freundlich. Aber diese Aktion ist echt so scheiße gewesen. Und da musste ich einfach ganz ehrlich sein. So, da bin ich auch ganz ehrlich. Ich bin jetzt niemand, der jetzt irgendwie sagt, ja, okay, komm. Irgendwie, wir haben uns ein, zwei Mal gesehen, wir sind cool miteinander, alles gut, dann halte ich hier jetzt bei dem Video meine Schnauze, aber boah, diese Aktion, das war echt krass. Ich zeige euch mal ganz kurz, was in meiner Stadt abgeht. Digga, auch so mit React mit, oh mein Gott. Ich habe halt so melodramatisch. Noch viel mehr Überschwemmungsvideos in meiner Story, also schaut euch das gerne an, Leute, es ist einfach gerade nicht mehr lustig. Wenn ihr sehen wollt, wie mein Vater mich angeschnauzt hat, dann schaut euch gerne meine Story an, er ist nämlich stinksauer. Wenn ihr kranke Überschwemmungsvideos sehen wollt, dann schaut euch jetzt meine Story an. Im Interview im Dschungelcamp sagt er, dass er zu der Zeit nicht wusste, dass so eine große Katastrophe war. Ich wurde damals angerufen von meiner Mom, die nicht zu Hause war, du musst sofort nach Hause, der Keller läuft über. Bin aber ja auch ein Influencer, hab natürlich super viel Content gemacht. War auch ein bisschen melodramatisch, hab gesagt, guck mal, bei mir läuft der Keller runter. Was aber viele nicht wissen, und das ist bis zum heutigen Tage so, ich wusste nicht, dass das ein Riesenproblem in ganz Deutschland ist. Ja, das hat man eigentlich schon mitbekommen ab dem ersten Tag. Und er hat doch selber in seiner Story, die da gerade eingeblendet wurde, gesagt, ja, mein Nachbar musste seine Wohnung verlassen. Ich habe gesagt, wenn ihr mehr von den Überschwemmungsvideos sehen wollt, dann seht ihr die in meiner Story. Und ich kann mir seitdem anhören, dass ich das Leid der Menschen ausgenutzt habe. Die Menschen haben bemängelt, dass er auch das ausgenutzt hat, weil zu der Zeit ein Placement in seiner Story war und er dadurch auch die Reichweite bzw. seine Story-Views gesteigert hat. Im weiteren Verlauf wollte er einen Spendenaufruf machen für Menschen, die eben von der Katastrophe betroffen sind und hat dann gesagt, okay, ich möchte mein allerletztes Taco-Kissen verlosen und ich möchte spenden. Liked, kommentiert den Beitrag und folgt mir. Und auch da... Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das heißt ja aber im Umkehrschluss, dass er dann wieder dadurch profitiert. Durch Likes, Follows, Kommentare. Und er spornt die anderen dazu anzuspenden. Also nicht mal er spendet. Okay, hier steht neben privaten Spenden meinerseits. Aber hat er da irgendwie einen Beleg gepostet, was er genau gespendet hat? Also das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist ja... Warum ist es notwendig, dass die Menschen dir folgen? Spenden kannst du ja auch unabhängig davon, wie viel Reichweite dieser Post erhält. Und so haben auch in diesem Punkt ihm Leute vorgeworfen, dass er das Ganze ausnutzen würde. Gut, auch zu Recht meiner Ansicht nach. Also ich will es jetzt auch nicht auf die Community schieben, aber ich glaube gerade, wenn seine Community halt auch ein Tick jünger ist, was ich jetzt halt auch vermuten würde, kommt das halt auch nochmal mit dazu, dass sie dann denken, ja, die sind dann auch ziemlich beeinflussbar. Boah, es ist... Spiel mit dem Feuer. Es gab einige Interviews danach, wo er sich dazu geäußert hat. Tatsächlich hatte ich das Empfinden, dass das Ganze immer beschönigt wurde. Ich glaube, was die Leute super verärgert hat, wo ich aber auch im Nachhinein zum Beispiel in meinem Entschuldigungsvideo gesagt habe, okay, würde ich nicht nochmal machen, dass ich quasi am Ende meines TikToks gesagt habe, wenn ihr mehr sehen wollt, also mehr von den Überschwemmungen, dann könnt ihr euch meine Story anschauen. Das muss man aber als Zuschauer verstehen. Ich mache das bei jedem TikTok. Also es ist nichts, wo ich in der Sekunde was ausgenutzt habe. Aber da wurde ich zum Beispiel gar nicht hinterfragt. Es wurde gesagt, okay, die Videos wurden davor gepostet, sind dann erst viral gegangen. Und dann sind meine ganzen TikToks, die ich an dem Abend gemacht habe, 3, 4, 5 Tage später viral gegangen. Mhm. Das bedeutet, die hatten dann 3 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen Klicks. Und die Leute dachten dann irgendwie, dass ich das dann auch zu dem Zeitpunkt aufgenommen hätte, wo es überall in den... Sorry, ich kann diese Nägel nicht mehr sehen. Also ich habe das damals schon bei Katja gesagt, als sie da auch so lange Dinge hatte. Wie lebst du denn damit? Sorry, wie kriegt ihr denn eine Flasche auf? Also, hä? Und dann konnte ich mir quasi anhören,
dass ich das Leid der Menschen ausgenutzt habe. Wenn man das Ganze sich aber nebeneinander anschaut und guckt, okay, welche Aktion kam danach, wie wurde das Ganze umgesetzt, dann stellen sich mir zwei Fragen. War es ein Versehen und all diese Videos waren nicht böse gemeint? Oder hat man hier vielleicht einen Haufen Stories gemacht mit dem Verweis darauf, dass wenn man noch mehr krasse Überschwemmungsstories sehen möchte, man doch gerne seine anderen Plattformen abchecken soll, um so mehr Reichweite zu generieren? Ja, also ich verstehe es generell nicht. Also für mich der krasseste Widerspruch auch gerade, Digga, er zeigt da, oh mein Gott, und im Hintergrund fahren Krankenwägen durch eine überflutete Tankstelle. Hä? Wie kannst du denn dann sagen, ja, zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass es so ein Riesending war? Also du reagierst ja auf ein Video, wo man sieht, dass es ein Riesending ist. Also jetzt mal ganz simpel gesagt. Es wurde mir halt unterstellt, dass ich das Leid der Menschen ausgenutzt habe. Vielleicht habe ich das, so wie ich es gemacht habe. Hä? Aber glaub mir, ich bin ein lieber Mensch. In mir steckt wirklich viel Gutes und ich habe die Sachen so einfach nicht gemeint. Okay, gut, kann jeder von sich behaupten, aber es war halt einfach so und so kam es rüber. Und also ich finde, da gibt es keine zwei Meinungen und ich fand es dann halt schwierig, als ich dann diese Szene halt, wie gesagt, und das ist nur der einzige Grund, warum ich auf dieses Video hier gerade reagiere von Saschka. Ich habe diese Szene aus dem Dschungelcamp gesehen bei TikToker, wo er dann da rumgeheult hat und das gesagt hat. Und dann dachte ich mir halt nur so, yo, du bist halt selbst schuld und es hat nichts damit zu tun. Und das triggert mich immer so extrem, wenn Leute das dann darauf schieben, wie sie meinen, dass es an ihrem Aussehen liegt oder an ihrer Art oder was weiß ich. Nee, das ist komplett egal. Also ich kann es nur nochmal, ich sage jetzt nicht nochmal das Beispiel mit dem Strohhalm, aber 24 Tim, du kannst lieben, was du möchtest. Von mir aus hier, da ist ein Buch. So, wenn du dich in das Buch verliebst, das ist mir auch komplett egal. Es geht einfach um diese Aktion und ich finde es schwierig, wenn man dann Sachen verwischiwaschi macht. So, egal wie die Person hinter der Kamera ist, ich werde auch, wenn ich Tim irgendwann eben nochmal sehen sollte, werde ich mich auch ein ganz normal mit ihm unterhalten können. Aber ich finde, da muss man einfach differenzieren. Und da muss ich mir selber auch mal vielleicht an die eigene Nase fassen, weil es mir in Zukunft mal passieren sollte. Wenn ich irgendwie dann denke, ja, ich werde jetzt nicht deswegen kritisiert, sondern hier und bla bla bla. Das ist schwierig, sich das einzugestehen. Das muss man auch sagen. Wenn er sich dafür entschuldigt hat, ist ja alles fein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier immer wieder derselbe Film abgespielt wird und eine Ausrede dafür gefunden wird, warum es ja gar nicht so schlimm war, wie alle es dargestellt haben. Habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, dass die Sachen ganz, 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 ganz anders angekommen sind und irgendwann hat jemand ein Video gegen mich gemacht und hat das gesagt und alle haben gebasht und alle standen dahinter. Ja, aber zu Recht. Also nicht nur, dass er diese ganzen Sachen geteilt hat, sondern dann auch noch die Werbung on top, dann auch noch anscheinend diese Spendenaktion on top, dann auch noch die Rechtfertigung, dann das Weitermachen, obwohl er schon wieder in Köln war und dann jetzt auch diese Entschuldigungssachen, wo er aber nicht mal gesagt hat, okay, es war falsch, sondern ich habe das eigentlich gar nicht so gemeint, ich bin ein lieber Mensch und alle haten mich, weil ich polarisiere. Das alles zusammen macht halt den Brei. Im Dschungel, beziehungsweise spezifisch in diesem Clip, erzählt er von seinem Hate. Den habe ich auch dass gesehen, dass seine Familie auch das zu spüren bekommt, dass er mit einem Security-Man rumlaufen muss und dass es ihn einfach belastet. Er sagt, dass dieser Hate unter anderem dadurch kommt, da er eben eine polarisierende Art hat und enorm auffällt. Dass ich für meine Art und mein Dasein wie beleidigt oder bedroht werde, das habe ich eigentlich schon seit, ist schlimm, dass man sagen muss, aber ich glaube seit Kindesan. Ein bewegender Moment, der ihm viel Sympathie einbringt. Aber ja, und ich meine, es ist ja auch schön, dass er sich öffnet und dass er darüber redet und es ist auch wichtig, solche Themen anzusprechen, gerade in Bezug auf viele jüngere Zuschauer, die auch zuschauen und vielleicht in ähnlichen Problemen stecken, so oder so, hat es aber nichts mit der Flutkatastrophe zu tun und der ganzen Kritik, die dahingehend nur diesbezüglich kam. Hierbei würde ich das Ganze gerne differenziert anschauen und hinterfragen, was davon ist berechtigte Kritik, für die er tatsächlich selbst verantwortlich ist. Dass es Idioten gibt, die hängen geblieben sind und keine Ahnung, die irgendwelche dumme Kommentare reindrücken wegen deiner Sexualität, ist scheiße und da gibt es auch nichts schön zu reden. Ja. Das hat aber nichts damit zu tun, dass du hier für was anderes kritisiert wirst. Ja. Und das jetzt hier zu vermengen, das finde ich auch nicht cool. Und was davon ist plumper Hate. Egal was passiert, Tim filmt es. Mit etwas Glück kann es sein, dass mein Auto geklaut wurde und ich jetzt hier stehe und auch noch mein Haustürschlüssel weg ist. Dass die Polizei jetzt meine Personalien haben will. Scheiße. Was hat der da an? Was ist das? Karneval Avatar? Könnt ihr mir bitte in die Kommentare schreiben, wie ich dieses Aquarium in meine Wohnung kriege? Ich habe einen Brief von der Polizei bekommen, beziehungsweise von der Behörde. Oh. Teilweise so oft, dass manche von ihnen ihm das nicht glauben können und die Absicht dahinter hinterfragen. Es ist in Ordnung, es ist sein Content und eben das, was ihm Spaß macht. Aber die Frage ist immer,
Wie verpackt man das? Beispielsweise wollte er sich ein Haustier zulegen und hat sich einen Hamster geholt. Das Ganze hat er aber nicht einfach gesagt, hey Leute, ich hole mir einen Hamster, sondern er hat ein Ultraschallbild gepostet und damit angeteasert, dass etwas im Busch ist. Also er hat einen riesen Wirrwarr darum gemacht und danach wurde er kritisiert, weil er diesen Hamster nicht artgerecht gehalten hat. Es gab solche Situationen auch echt öfter bei ihm. Es gab doch auch das mit dieser Single, die er rausgebracht hat, mit dem Lied, wo angeblich irgendeine Stelle drin ist, wo er dann meint, das hatte ich auch auf TikToker gesehen, yo Leute, hört euch alle meinen Song an, da ist eine Stelle drin, uff, checkt mal bitte bei Spotify, die darf da nicht drin sein. Jeder natürlich geht auf das Lied, er kriegt Streams, er verdient Geld, jeder sagt, da ist nichts. Und dann sagt er, puh, wurde schon geregelt. Und dann fand ich es halt so stark, dass Spotify einfach nachher gesagt hat, so alles gelogen von ihm, die Version gab es nie. Weil Spotify einfach keine unfertigen Sachen veröffentlicht. Das ist nicht so wie YouTube, du kannst irgendwas hochladen und Ende, sondern die gucken immer nochmal drüber. Oh, also das sind halt alles so Sachen, die halt dann leider genau da reinspielen, wo er halt vorher sagt, er wollte die Flutkatastrophe nicht für Aufmerksamkeit ausnutzen. Macht dann aber solche Aktionen, die das alles nur bekräftigen. Wenn ihr euch den Rest des Videos anschauen wollt, ich weiß nicht, ob Saschka hier noch drauf eingeht. Ihr seht, ich bin mit meiner Reaction schon bei 24 Minuten, hab aber das Video erst so 10 Minuten geschaut, also zur Hälfte. Der Rest des Videos ist verlinkt, auch nochmal hier oben. Lasst Saschka einen lieben Gruß da, schaut auf jeden Fall vorbei. Ich fand's wieder sehr, sehr gut gemacht von ihr. Ich weiß nicht, um was es hier noch geht, wahrscheinlich noch um so ein paar andere Sachen, die passiert sind, aber ich glaube, die ursprüngliche Message haben wir durch. Ich drück Tim trotzdem weiterhin viel Erfolg im Dschungelcamp. Vielleicht ist ja so eine handyfreie Pause auch mal ganz gut, um mal so ein bisschen zu reflektieren, was wirklich wichtig ist im Leben und dass Aufmerksamkeit einfach nicht alles ist. Habe ich selber auch gemerkt, ich mache ja seit aktuell anderthalb Monaten Pause auf dem Hauptkanal. Tut echt gut. Klar, hier kommt weiter euer Content. Ich fuck euch ja ab, aber so oder so hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Meine Kommentare, sorry, dass ich wieder so lange gequatscht habe. Lasst einen Daumen hoch da, abonniert diesen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Wir sehen uns morgen wieder in einer neuen Reaction. Wieder haut rein. Ciao!